Willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, euer TeachGamer. Es ist Mafia 2. Und zum Fortsatz beliebige Taste. Einstellung. Anwenden. Grafik, Ton, Stimme, Musik. Musik aus. Radio aus. So. Zurück, Grafik. Optimal. Untertitel. Wo ist Untertitel? Untertitel? Spieleinstellungen. Untertitel. Natürlich Untertitel an. Steuerung. Jo, Extras. Und historisch Daten. Ja, Mittel. Mittel. So, genau. Ich bin damit angefangen, weil ich wieder Bock hab da drauf auf Mafia 2. Ich dachte, warum alleine zocken? Hört ihr Sound? Ich heiße Vito Scaletta. Huh. Geboren auf Sizilien, 1925. Der Knirps, das bin ich. Da stehe ich mit meinen Eltern und meiner Schwester Francesca vor unserem alten Haus. Viel weiß ich nicht mehr von der alten Heimat. Nur, dass wir kaum über die Runden kamen. Irgendwann hatte mein Vater die Schnauze voll und wir zogen fort. Weg von Sizilien. Über den Ozean. Um in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Oh, einschreiben. Eine Stadt wie Empire Bay hatte ich noch nie gesehen. Sie war grandios. Andererseits hatte ich auch noch nie etwas so Dreckiges und Widerliches gesehen wie das Scheißloch, in dem wir hausten. Na? Der amerikanische Traum. Eher ein Albtraum. Mein Vater nahm für einen Hungerlohn eine Arbeit im Hafen an. Ein Knochenjob. Und die paar Kröten, die er verdiente, hat er gleich wieder versoffen. Na? Meine Eltern schickten mich auf die Schule. Ich sollte die Sprache lernen, was unter lauter Einwanderern kaum möglich war. Dort traf ich Joe. Vito, mach schon, beeil dich. Mit der Zeit wurden wir die besten Freunde. Und da wir beide arm waren und Arbeitsplätze rar, Scheiße, machten wir zwei uns selbstständig. Stehen bleiben! Polizei! Halt! Lauf! Vito, hier lang! Wirf das Ding her! Stehen bleiben oder ich schieße! Ach, Scheiße! Okay, du Dreckschwein! Beine auseinander, Scheiße, und Flossen an den Zaun! Tut mir leid, Vito.
Tja, in dem Fall lief's nicht so gut. Das war 1943. Amerika war im Krieg. Und für die Invasion Siziliens brauchte die Army Leute, die Italienisch sprachen. Ich war 18. Und alles erschien mir besser als Knast. Warum nicht die alte Heimat besuchen? Kapitel 1. Die alte Heimat. Sizilien, Juli 1943. Operation Husky. Ich war bei der 504. Fallschirmjägerdivision. Am 11. Juli sollten wir über der Südküste Siziliens abspringen. Doch wir gerieten in Flakfeuer und mussten vorher aussteigen, über Feindgebiet. Nur 3 von uns kamen durch. Ohne die dortigen Partisanen hätten wir keine Chance gehabt. Als Mussolinis Truppen in die Stadt einfielen, um den Widerstand zu zerschlagen, war es an der Zeit, uns zu revanchieren. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. No. So. Okay, Scaletta. Schalt ihn aus. Traditori! Pensavate di poterci prendere in giro? Auf mein Zeichen! Scheiße! Hallo? Hier raus, Kalender! Scheiße! Gesù! Ammazzasse, le zappare prigioniere, prima che arriva l'esercito! Das mit Kopf ruhig! Der Mann sagt, dass noch mehr Soldaten im Anmarsch sind! Na großartig, okay! Du und Williams, ihr hebt das Maschinengewehrnest aus und sucht dann die Gefangenen! Wir brauchen jeden Mann! Jawohl! Hier ist kein Durchkommen! Maschinengewehr hätten wir gefunden. Poppy! Wenn du eine Handgranate hast, Scaletta, wäre es jetzt scheiß angebracht, dich zu werfen! Schmeiß eine Handgranate ins Fenster! Der Lock kommt doch dir, oder? Scheiße! Bitteschön. Hey, Scaletta! Noch alles dran an dir? Sieht so aus. Dann kriegt er einen Arsch auf. Wir müssen weiter. Nimm so viel Munition wie möglich. Scheiße. Ist vielleicht unsere letzte Seht Chance. Seht euch das an. Wie lade ich denn jetzt noch? So, okay. Haben sie wohl oben. Säubert den zweiten Stock. Scaletta, du gehst voraus. Jawohl, Sir. Ich bin hinter dir, Mann. Okay. Tür, Scaletta! Tritt sie ein! Warte, ich muss jetzt nur noch planen. Tritt die scheiß Tür ein, Scaletta! Das ist ein Befehl! Jawohl, Sir. Arrenditi, o gli faccio saltare il cervello! Bleib doch mal stehen. Anscheinend geht's hier entlang. Los! Hey! Wo zum Teufel steckst du? Ach, Scheiße! Wie viele von den Wichsern gibt's denn noch? Was macht ihr wohl, was ihr schießen! Du sollst weg sein, Arschloch! Keine gute Idee, der Balkon! Los, schnell wieder rein! Ja,
Oh, Scheiße! Rein mit dir, Skeletta! Wir verrecken hier draußen! Amo tre fascisti! Arrivano amo tre fascisti! Spontano le voci! Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Ho sparato, Becciotti! Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un offerto da fare! Ma è davvero Don Calò? Questo è finito! Cacetto! Un congego hanno samaritato come cuscino. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È lo stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete affidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, der Kopf der sizilianischen Mafia. An diesem Tag ergab sich eine ganze Garnison. Warum? Weil er es sagte. Weil er das sagte. Na schön, der hat ja viel zu sagen, wa? Kapitel 2. Trautes Heim, Glück allein, 2 Jahre später. Bei 8. Februar, so viel kann man ja gar nicht. So, da ich ja Musik ausgeschaltet habe, müsste hier eigentlich jetzt immer so ein kleines, glaube ich, Winterlied oder sowas kommen. Aber ich habe lieber ausgeschaltet. Aber mein Glück verließ mich 45, als mir die Nazis eine Kugel ins Bein verpassten. Das war nicht mehr so lustig. Ich lag eine Weile im Lazarett und dann bekam ich einen Monat Heimaturlaub. Immerhin, besser als nichts. Vito, hier bin ich. Ciao. Hey, willkommen zu Hause, Alter. Woher weißt du? Ich hab so meine Quellen. Komm, steig ein. Netter Schlitten. Ja, ist sozusagen Dienstwagen. Ich weiß, du willst nach Hause, aber jetzt gehen wir erstmal ein Bier trinken. Gute Idee. Erstmal ein Bier schlürfen. Da ist es. Empire Bay. Hast du es vermisst? Ist der Papst katholisch? Nicht, dass mir diese Stadt je etwas geschenkt hätte, aber alles ist besser als ein Schützengraben. Warum ist hier bloß so ein Mistwetter? Angeblich ist es der kälteste Winter, seit gemessen wird. In der Zeitung steht, dass es noch ein paar Wochen so bleibt. Aber ein Drink wird dich aufwärmen. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal ein Trinken waren? 2 Jahre? Fast 3. Auf Tony Sacellis Party, richtig? Das letzte Mal war es auf der Beerdigung deines alten Herrn, Vito. Kurz vor deiner Abfahrt. Das weißt du doch. Ah, 5 Minuten und schon sprechen wir über meinen Alten. Können wir bitte das Thema wechseln? Blumenfall. Erzähl, Alter, wie war's denn so da drüben? Ich habe immer Zeitung gelesen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und du weißt ja, wie ungern ich lese. Ja, ich weiß. Ihr habt Mussolini fertig gemacht, was? Gewissermaßen. Wir hatten ein wenig Hilfe von dem Typen namens Don Calò. Ohne Scheiß. Don Calò? Von dem habe ich schon gehört. Wirklich? Ja, ich kenne Typen wie ihn. Mafiosi. Arbeitest du für sie, bist du wer. Scheißt du sie an, bist du tot. Dann bist du ja schwer beschäftigt. Oha. Ja, du hast sogar einen Orden gekriegt, oder? Von General Patton persönlich. Wow, ein echter Kriegsheld, ha? Und dann hast du ein paar sizilianische Bräute geknallt und musstest heim, ha?
Ja, von wegen. Die alte Heimat. Hier kannst du alles vögeln und niemand schert sich drum. Was für ein Land. Auf die USA und darauf, dass du wieder da bist. USA, USA. Salute. Ah, salute, Centani. Wieso bist du schon wieder da? Wegen guter Führung vorzeitig entlassen? Hab mir vor ein paar Monaten eine Kugel eingefangen und war im Lazarett. Jetzt habe ich Urlaub. Moment mal. Heißt das, du musst wieder rüber? Was denkst du? Der Krieg ist noch nicht vorbei. Große Lust hast du aber keine, oder? Natürlich nicht, aber was soll ich machen? Warte mal, bin gleich wieder da. Ciao, Giuseppe, hier ist Joe. Du hast mir doch letzte Woche einen Gefallen getan. Der Kerl heißt Vito Scaletta. Danke, Giuseppe. Okay, bis dann. Also hör zu. Sieht aus, als wäre deine Verletzung doch schlimmer als angenommen. Die Ärzte sagen, du darfst nicht mehr zurück an die Front. Was? Moment, hast du etwa... Wie gesagt, ich habe Beziehung. Die offiziellen Papiere kriegst du heute noch. Stempel, Unterschriften und der ganze Kram sind nur eine Frage des Geldes. Verarschst du mich? Ist das nicht riskant? Dafür könnte ich im Knast landen. Außerdem, wie soll ich das bezahlen? Das übernehme ich. Sozusagen als kleines Willkommensgeschenk. Und keine Sorge, die Papiere sind picobello. Glaub mir. Wow, danke. Gern geschehen. Du bist doch wie mein eigener Bruder, Alter. Jetzt kannst du in aller Ruhe deine Zukunft planen. Ja, aber erst muss ich nach Hause. Okay, soll ich dich fahren? Nein, danke, ich laufe ein Stück. Mal sehen, was sich alles verändert hat. Alles klar. Grüß deine Schwester schön von mir. Und komm später mal vorbei, wir haben einiges zu bereden. Danke nochmal, dass du mich aus der Army rausgeholt hast. Keine Ursache. Ich melde mich morgen. Zwinker, Zwinker. Da sind wir. Danke, der Rest ist für Sie. Im Ring. Oh, 2,25. Hey, wie geht's? Unten. Rechts ist ja immer das Rad. Und ich laufe gerade eine junge Frau um. Und der Punkt zeigt, da müssen wir hin. Geh zu deiner Mutti. Besser, seit ich wieder da bin. Auf Urlaub oder für immer? Hölle. Rück mir nicht auf die Pelle, Jai, Wichskopf. Hey, Vito, sieh einer an. Siehst gut aus für einen, der gerade angeschossen wurde. Hey, Luisa, alles klar bei dir? Francesca hat schon gesagt, dass du kommst. Endlich mal eine gute Nachricht, ja, ha? Allerdings. Schön, wieder hier zu sein. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Hat sich viel geändert, als du weg warst. Sieht doch alles noch aus wie immer. Du übrigens auch. Sag, was machst denn du später noch? Ach, naja, das Übliche. Kochen für Toni und die Kinder. Oh, du bist verheiratet? Hast nichts anbrennen lassen, was? Komm, Vito, ich bin 22. Da ist man verheiratet und hat 2 Kinder. Ja, war schön, dich zu sehen. Und okay. Grüß deine Mutter von mir, okay? So, ich nehme einen Döner und Kibber. Eine Coke. Sie müssen was essen. Sie sind viel zu dürr. Noch ein Nachschlag? Und Giros. Ein Döner. Was? Können wir gar nicht so schnell sehen. Alles klar. Tschüss. Willkommen, Marie. Lass ihn noch mitkommen. Ja, dauert auch nicht lang. Vorsicht, Mann. Er wird schön hier bleiben. Nur ein lausiges Bierchen. Verrücktes Weib. Das hat er letztes Mal auch gesagt. Und dann kommt er um 3 Uhr morgens heim und stinkt nach Gin und dem Parfum von irgendeiner Schnalle. Hey, Georgie, komm jetzt. Lassen Sie doch auf, wo Sie hinlatschen. Nicht schlecht. Das sind unsere. Da sind das unsere. Ja, das ist auch geheißen, als die Die Russen kommen. Hey, Mr. Manara. Sie etwa dich?
Weißt ja, wie es ist. Der Laden wirft nichts mehr ab. Wow, das tut mir leid. Du bist ja nicht schuld am Krieg, Vito. Wer weiß, vielleicht mache ich ja wieder auf, wenn er vorbei helfen? Ist. Tja, viel Glück jedenfalls. Jupp. Für eine schlimme Gegend hier, ey. Tür öffnen. Was war das? Eine Ratte oder eine Katze? Puh. Ups. Hoppla. Mom, da bin ich wieder. Vito, meine Junge. Mein Junge ist zurück. Ich gedachte, ich dich nie wiedersehen. Francesca und ich haben so lange auf dich gewartet. Vito! Hey, Franny, wie geht's? Gewartet. Oh. Komm her. Ich bin so froh, setz dich. Du sicher hast Hunger, Vito. Francesca hat dir etwas ganz Besonderes gekocht. Suppe di pollo. Ist gut für dich? Ist gut für dich. Sieht gut aus, Franny. Ein Jammer, dein Papa nicht mehr bei uns das zu erleben. Er wäre sehr stolz auf dich, Vito. Ja, ich weiß. Vito, was soll das? Oh, Mama, entschuldige. Erstmal beten. Benedici, Signore, questo cibo, che per la tua bontà stiamo per prendere. Provvedine anche a coloro che non ne hanno e rendici partecipi alla tua benedizione. Per Cristo nostro Signore, Amen. Amen. Du musst müde sein, Vito. Ich hab dir ein Bett gemacht. So, den gehen wir da mal hin. Jo, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Mafia 2. Euer DigiGamer. Tschüss.